aus dem Bundestag heute mit Olaf Gutting. Er ist CDU-Abgeordneter aus Baden-Württemberg und Mitglied im Freundeskreis, parlamentarischen Freundeskreis, ganz korrekt, Südkaukasus. Dazu gehören unter anderem Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Und Aserbaidschan, es hat etwas ganz Besonderes und das ist gefährlich, nämlich ein Fünftel des Landes ist besetzt von armenischen oder Truppen der Armenischen Republik und das seit 26 Jahren. Und darüber reden wir heute, weil das immer auch ein Thema ist im Freundeskreis. Die Frage ist ja, die Sie eben skizziert haben, es ist gefährlich, was da passiert. Wie kommt man denn da raus? Gibt es denn überhaupt keine politische Lösung? Wir haben ja vor der Pause gesprochen über die vielen, vielen Resolutionen. Europarat, UN, Sicherheitsrat, gibt es alles. Heißen alle ganz einfach, Armenien muss seine Truppen abziehen. Tut es aber nicht. Also gibt es überhaupt keinen Weg? Also kurzfristig ist natürlich nur über Verhandlungen oder mittelfristig auch über Verhandlungen ein Ergebnis zu erreichen. Und da muss man verschiedene Optionen durchspielen. Aber nochmal, sowas funktioniert nur auf dem Verhandlungswege, nur mit den Russen im Boot, nur mit den Türken im Boot, nur mit Europa im Boot. Aber die Russen benutzen so einen Hebel, der heißt Energie. Jede Pipeline, die bisher von Aserbaidschan geplant war nach Europa, mit Endpunkt Österreich und dann Deutschland, ja, da sagen die, wenn er die baut und uns dann das Ölgeschäft wegnimmt, dann lassen wir mal ein bisschen die Panzerketten rasseln in Bergkarabach. Habe ich das jetzt so verkürzt ausgedrückt, ja, oder ist Ja, das es ist richtig? das große Ringen um die Energie, in diesem Ringen spielt Aserbaidschan für Europa eine wichtige Rolle. Seit Jahren versuchen wir aus deutscher Sicht und aus europäischer Sicht unsere Energieversorgung stärker zu diversifizieren. Wir versuchen eine Unabhängigkeit, von russischen Erdgas- und Erdöllieferungen zu erlangen. Und Die wir heute über die Ukraine bekommen und durch die Ostsee, ne? Bei diesem Bemühen spielt Aserbaidschan eine wichtige Rolle, denn Aserbaidschan ist, ich glaube, der sechste oder siebtgrößte Lieferant für Erdgas und Erdöl in Europa. Und diese Rolle wollen wir stärken, denn wir haben einen zusätzlichen Lieferanten, das auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten für uns wichtig ist. Jegliche Monopolisierung der Belieferung mit Rohstoffen ist gefährlich. Deswegen tun wir gut daran, Aserbaidschan auch als Lieferant für Rohstoffe für Europa, für die europäische Wirtschaft zu stärken und weiter nach vorne zu bringen. Aber wenn ich mir die Landkarte angucke, dann müssen die Pipelines entweder um Armenien herumgehen oder durch Armenien durch, was nicht geht wegen des Konflikts. Wenn es um Armenien herum geht, durch die Türkei, da sagen die Russen, das gefällt uns auch Ja. nicht. Ja, was ich eben schon gesagt habe, wie lösen wir denn das? Wir hätten doch gerne diese wirklich Ja, Energieversorgung, Gas und Öl. umso wichtiger ist es ja, diesen Konflikt zu lösen. Wir haben heute die Pipeline, die teilweise weniger als 100 Kilometer von der umkämpften Linie, von den umkämpften Frontlinien vorbeifährt. Und das ist natürlich eine Gefahr für die Versorgung Europas. Und deswegen muss es ein ureigenes Interesse Europas sein, diesen Konflikt zu lösen, eine befriedigende Lösung auf dem Verhandlungswege für alle beteiligten Parteien hinzubekommen. Wir brauchen Frieden. Wir brauchen ganz sicherlich nicht noch einen neuen Konflikt nach dem, was wir in der ganzen Region in den letzten Wochen und Monaten erleben. Müssen wir alles dafür tun, um hier Stabilität, Ordnung und auch Frieden in der Region zu erhalten. Wichtiger Punkt, wenn ich das noch ergänzen darf, ist dabei auch, dass Aserbaidschan ja ein muslimisches Land ist, aber eben ein säkuläres muslimisches Land. Und das muss man auch immer bedenken, denn der Druck gerade von Iran, aber auch von Saudi-Arabien zu einer stärkeren Islamisierung in Aserbaidschan ist eben auch gegeben. Und da müssen wir auch Aserbaidschan unterstützen, damit diese islamistischen Tendenzen dort nicht überhand gewinnen, denn auch das würde den Konflikt zusätzlich verschärfen. Das hätten die Iraner vielleicht gerne, das wissen wir nicht so genau, aber noch ist ja alles ruhig. Wir kriegen keine Meldung aus Aserbaidschan, dass irgendwelche radikalen Muslime dort am Werke sind. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir das nicht alles so genau lesen. Aber nehmen wir mal an, es würde so kommen.
dann würde das bedeuten, dass ein weiterer instabiler Faktor in dieser Region entsteht, neben Armenien, neben Georgien, wo die russischen Truppen ja auch sind. Das heißt, wie können wir denn darauf überhaupt Einfluss nehmen als Bundesrepublik Deutschland oder Sie als Parlamentarier? Also dieser Prozess der Islamisierung, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf, das ist ja auch ein schleichender Prozess. Man sieht zum Beispiel, dass in Aserbaidschan in den letzten Jahren sich die Anzahl der Moscheen vervielfacht hat und dass der Einfluss auch aus dem Ausland, ich habe vorhin die Player genannt, immer stärker wird. Und dagegen wehrt sich zu Recht Aserbaidschan. Und das müssen wir unterstützen. Wir brauchen nicht nochmal einen Konfliktherd dort unten. Ich glaube, wenn wir klare Signale aussenden, dass wir an der Seite Aserbaidschans stehen, aus europäischer Sicht, dass wir Aserbaidschan in seiner Entwicklung hin zu einem modernen Staat unterstützen, dann sind es wichtige Signale, die auch die Regierung dort unten braucht. Mal Ihre Gesamtbeurteilung, wenn ich mir diese Karte angucke. Georgien, zwei Teile von russischen Truppen besetzt. Armenien, völlig von den Russen abhängig. Christliches Land. Ja, keine Pipeline möglich. Aserbaidschan, ein Fünftel des Staatsgebiets besetzt. Ukraine, auch dort russische Truppen. Das heißt, versucht Russland nicht einen Teil der alten Sowjetunion dadurch wieder herzustellen? Und wir erkennen das nicht so richtig? Ja, manche wollen das vielleicht nicht wirklich sehen, aber schon mit der Begründung der Eurasischen Union, die ja von Russland dann als Gegenstück der EU vorangetrieben wird, wurde klar, dass Russland seinen Einflussbereich nach dem Zerfall der Sowjetunion wieder ausdehnen möchte. Das ist ein Großmachtstreben, das wir dort beobachten seit vielen, vielen Jahren. Und man wird nicht zurück zur Sowjetunion kommen wollen, aber es ist doch spürbar, dass Russland seinen Einfluss in den umliegenden Staaten immer stärker ausbaut und dementsprechend auch ganz kritisch immer darauf schaut, wenn der Westen sich in diesem Bereich einmischt, in Anführungszeichen. Wobei immer klar sein muss, es ist ein Land ist autonom, auch Aserbaidschan ist autonom und kann frei entscheiden, in welche Richtung es sich ja, orientiert. Ja, aber da sagt Russland nichts da. Wenn ihr in die NATO wollt, das wollen wir nicht. Ja, gut. Georgien war zum Beispiel das erste Beispiel. Ja, und auch Ukraine war ja so ein Beispiel. Und da hat Russland immer Moskau gesagt, ist nicht. Und wenn er das macht, dann gibt es Schläge. Da muss man auch dazu sagen, hat auch der Westen Fehler gemacht, indem man zu wenig Beachtung geschenkt hat, diesen verletzten Gefühlen auch in Russland und darüber hinweggegangen ist. Und das muss man in Aserbaidschan jedenfalls besser machen und darf nicht nochmal Russland beiseite lassen und einfach ohne Russland eine Lösung suchen. Das geht heute nicht mehr. Aber würden denn nicht viele sagen, Ihre politischen Freunde sagen, mit NATO geht's nicht, ohne NATO geht's auch nicht. Also nichts bewegt sich, ob wir drin sind oder draußen sind. Ja, Bergkarabach bewegt sich seit 20 Jahren nicht oder seit 10 Jahren zumindest nicht, haben wir darüber gesprochen. Das heißt, die sitzen dann ja in einer Zwickmühle. Aserbaidschan, was sollen die denn tun? Also ich glaube, wir sollten vor allem erstmal die NATO außen vor lassen. Es gibt überhaupt keine Bestrebungen, auch Aserbaidschans NATO-Mitglied zu werden. Das ist also derzeit überhaupt nicht im Gespräch. Aber die Europäische Union hat ein eigenes, ureigenes Interesse, auch aufgrund der Energieversorgung, dort unten für Stabilität zu sorgen. Und wenn die Europäische Union mit Putin ins Gespräch kommt, und das müssen wir wieder, denn die Situation, wie sie aktuell ist, ist auf Dauer für beide Seiten schädlich, dann muss auch dieser Konflikt zusammen mit Russland gelöst werden. Das heißt, dann werden die Russen sagen, erst einmal hebt man das Embargo auf, bevor wir anfangen zu reden. Und wenn das Embargo aufgehoben wird, dann werden die Russen sagen, aber unsere Energie verkaufen wir weiterhin durch die Ukraine oder über die Ostsee durch unsere Leitung, ja? Und nicht über Aserbaidschan. Wie ist denn dieser Konflikt zu lösen? Wir haben schon darüber gesprochen, aber das soll so quasi am Schluss nochmal die Frage sein. Wenn es immer heißt, okay, Aserbaidschan ist Energielieferant, aber ihr dürft keine Pipeline bauen, weil wir, die Russen, was dagegen haben. Ja? Und egal, was in Bergkarabach passiert, wie kommen wir denn da raus? Sie beschäftigen sich damit jeden Tag quasi im Bundestag.
Wichtig ist, dass wir auf dem Verhandlungswege hier eine Lösung finden. Das kann man nicht erzwingen und nicht übers Knie brechen. Das geht nur über Verhandlungen mit Russland. Wichtig erscheint mir auch, dass hier die Europäische Union noch stärker ihrer Verantwortung bewusst wird. Es ist kein Konflikt, bei dem wir unbedingt die USA brauchen. Das wird ja immer so mit reingespielt, dass es hier ein Stellvertreterkonflikt ist zwischen den zwei großen Blöcken und Mächten. Nein, hier muss die Europäische Union, meine ich, aus ureigenstem Interesse selbst die Fäden in die Hand nehmen und selbst das Gespräch suchen vor Ort, auch mit den Russen. Und das ist keine Region, in der die USA unbedingt die Hauptrolle spielen, sondern das, hier müssen wir als Europäer mit den Aserbaidschanern und den Russen eine Lösung suchen. Das finde ich genau richtig, dass man endlich mal sagt, immer nicht nach Amerika gucken, sondern sagen, wir als Europäische Union sind stark genug, wir müssen uns darum kümmern. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie als Mitglied der Parlamentarischen Freundesgruppe Südkaukasus sich auch darum stärker in Zukunft kümmern als bisher. Ich meine, Sie tun schon genug, aber ein bisschen vielleicht noch lauter fordern, dass da was geändert werden muss. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Olaf Kutting, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie wieder zugeschaut haben aus dem Bundestag. Diesmal ging es um nicht das aktuelle Geschehen im Bundestag, sondern um den Arbeitskreis, Parlamentarischen Freundeskreis. Der heißt nicht Arbeitskreis, der ist Freundeskreis. Freundeskreis. Ja, Freundeskreis, das finde ich auch viel besser als Arbeitskreis. Und zu dem auch Aserbaidschan gehört und über die Problematik Bergkarabach haben wir ausführlich gesprochen. Ganz herzlichen Dank, bis nächste Woche und tschüss.